So, Hallöchen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zum mittlerweile fünften Video der Top 10-Reihe. Und ja, heute wird's kontrovers, das kann ich euch versprechen. Ja, heute geht es um meine Top 10 Musiker, beziehungsweise eigentlich die Top 10 Rapper, wenn ich genau sein will. Ja, also hier möchte ich ja auch noch mal ein bisschen darauf hinweisen, ja, das ist meine persönliche Top 10, eure sieht wahrscheinlich oder eventuell ein bisschen anders aus. Hier möchte ich noch mal so ein bisschen darauf hinweisen, dass ich so ein bisschen mit dem JBB groß geworden bin, dass ich das damals sehr, sehr gefeiert habe, hat man damals in der Schule so ein bisschen drüber gelabert. Von daher, viele Künstler hier raus stammen eigentlich aus dem JBB, von daher, ja, kann es wahrscheinlich sein, wenn ihr das JBB damals nicht so verfolgt und gefeiert habt, dann, ja, könnte das heute eine schlimme Folge für euch werden. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Kommentare. Da könnt ihr euch sicher sein. Da lese ich jeden einzelnen durch, falls welche kommen. Ja, fangen wir doch mal an mit Platz Nummer 10. Und zwar nämlich Sensa. Genau, das ist ja so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen Urgestein des deutschen Raps so ein bisschen mit. Oder macht auf jeden Fall schon deutlich länger Musik als das JBB, glaube ich. Und von daher, ja, weiß nicht, stabiler Flow, coole, angenehme Stimme, die man sich auch easy im Auto mal reinziehen kann. Ja, von daher, ja, für mich Top 10. Beziehungsweise Platz 10. Ja, aber jetzt auch nichts weltbewegendes. So, das kommt in den höheren Plätzen dann natürlich. Oder in den niedrigeren, wie auch immer. Genau, dann Platz Nummer 9. Hierbei handelt es sich tatsächlich um eine weibliche Rapperin. Und zwar nämlich auch um die einzige in der Top 10. Und zwar nämlich um Sly. Kennen viele vielleicht gar nicht. Ist ja dann erst im, ich glaube, JBB 2018, glaube ich, eingestiegen. Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall in einem der späteren war sie dann erst dabei. Und ja, was soll ich sagen? Einfach absolut coole Künstlerin, habe ihren YouTube-Kanal abonniert. Also ich tue da auf jeden Fall, wenn sie da neue Videos und Songs raushaut, die höre ich mir eigentlich immer sofort an. Ist einfach mal was anderes. So, ne, ist einfach mal eine weibliche Rapperin, die da einfach richtig gute Musik herausbringt, die da so ein bisschen auch, ne, so ein bisschen ihre Wurzeln damit in den Liedern so ein bisschen mit verarbeitet und so ein bisschen mit einflechtet, wo sie daherkommt. Finde ich einfach sehr interessant. So, finde ich einfach sehr interessant und sie rappt einfach super gut. Von daher, ja, für mich Platz 9. Platz 8, ja, ist quasi der Schreihals unter den Rappern im JBB, nämlich Tymatic. Muss ich sagen, einfach ja, stabile Punchlines einfach mal gehabt. Soll ja auch damals mit Alaska so ein paar, ja, wie soll man sagen, so ein paar Vorwürfe im Raum stehen. Oder beziehungsweise hat er auch damals dann Beweise geliefert, dass er für Alaska so ein bisschen die Texte geschrieben hat. Fand ich auf jeden Fall sehr lustig im Nachhinein. Und ja, ich weiß nicht, Tymatic für mich absolut stabiler Rapper. Wobei ich mir zugegebenermaßen keine seiner Alben irgendwie gekauft habe. Wobei ich glaube, er hat erst eins gemacht, wenn ich gerade richtig liege. Naja, wie auch immer. Aber für mich auf jeden Fall hat er auch das JBB 2018 dann, glaube ich, auch gewonnen. Von daher, ja, also für mich absolut verdienter Platz 7, Platz 8, Entschuldigung. Und einfach, ja, coole Stimme, cooler Flow, geile Punchlines, einfach gutes Gesamtpaket. Dann mit Platz Nummer 7 wird es jetzt etwas musikalischer, und zwar nämlich Gotcha, der auch immer coole Hooks hat, der immer, ja, wie soll man sagen, der immer noch so ein bisschen so eine Gänsehautatmosphäre schafft. Ja, hat es auch im JBB, glaube ich, bis ins Viertel- oder Halbfinale geschafft. Ich glaube, Viertelfinale. Und ja, und seine Runden, keine Ahnung, höre ich mir heute noch im Auto an und ja, einfach stabiler Rapper. So, finde ich, hier muss ich sagen, ich habe ihn halt ein bisschen höher geratet als die anderen, weil er noch so ein bisschen musikalischer gefühlt ist. So, und ich einfach seine Stimme einfach unfassbar geil finde und er auch, ne, so ein paar persönliche Tracks hat und auch so ein bisschen was aus seinem persönlichen Leben teilt, was ich halt sehr interessant finde. Dann, ja, Platz Nummer 6 kommt Deutsch-Raps-Torschützenjäger, nämlich Juri. ja, hat mir auch Bratanz aus Favela, Bratanz aus Favelas mir gegönnt. Ich habe es wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, wie auch immer. Also hat mir sein erstes Album auch geholt, als er dann bei der Bikini Bottle Mafia BBM gesigned wurde. Und ja, was soll ich sagen? Einfach unfassbar heftiger Flow, immer so in die Fresse Rap, auch immer mit lustigen Lines immer mal mit drin. Muss sagen, so ein bisschen dieses Gang-Gelaber so ein bisschen und so. Ja, finde ich manchmal ein bisschen anstrengend so, mit vielen Fremdwörtern drin, wo man dann erstmal ein bisschen Text lesen muss. Aber, weiß ich nicht, so seine, ja, seine Haupttracks, auch seine Videos, die er da mal raus hat, sind ja immer filmreif und, weiß nicht, einfach Top-Technik, Top-Flow und so. Also, ich kann da wenig negative Sachen an ihm aufzählen. Außer vielleicht das mit den Fremdwörtern, aber ansonsten, muah, absolut stabiler Rapper. So, weiter geht's. Platz Nummer 5 ist für mich Johnny Dixon.
Ja, den werden ja vielleicht auch die einen oder anderen kennen, nehme ich mal an. Ja, ist ja auch JBB und dann auch JMC ist er da dann groß geworden. Und ja, weiß nicht, für mich ja, einfach absolut top. Hatte einfach großartige Singles rausgehauen, auch World Dixon und so. Ist absolut Weltklasse für mich. Höre ich einfach unfassbar gerne an. Ja, einfach nur großartig. Ich kann da großartig nichts zu sagen. Ich meine, grundsätzlich ist halt so, dass ich viele diese Rapper doch schon, ne, natürlich auch so ein bisschen, ne, so ein bisschen ähneln, auch, ne, immer sehr viele Punchlines, immer viel in die Fresse Rap und so. Und, ne, da müsst ihr auch sehen, ne, da ist der Unterschied zwischen jetzt beispielsweise einem Johnny Dix und Yuri ist jetzt nicht so gigantisch. Ne, aber es ist einfach so, ne, wenn ich jetzt so aus meinem Herzen heraus sagen würde, würde ich sagen, Johnny Dix landet für mich auf Platz 5. So, machen wir weiter mit Platz Nummer 4. Ist für mich Clash Parker. So, ist eigentlich so wie die anderen auch, aber für mich einfach nochmal noch ein kleines bisschen höher gestellt, einfach weil er auch sehr, sehr viele Tracks in letzter Zeit noch gemacht hat und auch immer noch macht. Ich verfolge seinen YouTube-Kanal und hör mir eigentlich jeden Track an. Macht doch ab und zu mal ein paar deepere Tracks und ja, ich weiß auch nicht, ist für mich einfach auch unfassbar musikalisch noch, unglaublich geile Hooks, Punchlines waren ebenfalls damals krass im JBB und ja, ich weiß auch nicht, einfach unfassbar geiler Künstler und ja, von daher, Clash Parker für mich absolut zu Recht und verdient auf Platz 4 gelandet. So, jetzt kommen wir natürlich zu den Top 3. Ich möchte noch eine kleine Honorable Mention einfach mit einbringen, weil ich die einfach mit erwähnen wollte, nämlich die Band Skillet, wo ich auch, ja, ne, die einfach unfassbar geile Tracks gemacht haben. Alleine Monster oder Hero oder ich könnte so viele jetzt aufzählen. Ja, für mich einfach. Ich wollte sie hier mit bei Musiker und so, ich wollte sie einfach mal aufgeführt haben, weil sie auch in keine andere Kategorie jetzt wirklich reingepasst haben und jetzt ich nicht wirklich Top 10 Bands in irgendeiner Art und Weise habe. Von daher, ich wollte sie einfach mit erwähnt haben und jetzt geht's aber auch weiter. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Top 3 und Platz 3 ist für mich, ja, der Boss himself, Kollega. Ja, was soll ich sagen, ne? Einfach absolut Weltklasse Technik. Für mich eigentlich von allen Rappern hier in der Top 10, ja, entweder ja, der Beste von der Technik her oder der Zweitbeste, je nachdem, wie man es sehen möchte. Wer weiß ja, was noch so kommen wird in meinen Top 10 hier. Ne, von daher, und ich weiß auch nicht, einfach geile Texte. Ich hab mir zugegebenermaßen noch kein Album von ihm gekauft, aber vielleicht mache ich das mal in der Zukunft. Aber ich war auf jeden Fall kurz davor, aber ja, was soll ich sagen? Einfach unfassbar, ja, ja, wie soll man sagen? Das ist halt so ein Künstler, der heraussticht. Einfach, ne, machen wir es kurz. Ich will sogar gar nicht weiter drauf eingehen und so, auf Kontroversen und so. Ne, wie gesagt, es wird sehr kontrovers. Ich freue mich jetzt auf das, auf die Kommentare, die jetzt gerade eben geschrieben werden. Ja, von daher, ja, Kolle ist für mich Platz 3. Und auch die Flows und so, absolut stabil, geile Punchlines und so weiter. Das, was ich für die anderen auch gesagt habe, nur noch ein kleines bisschen besser. So, dann Platz Nummer 2. Ja, ist jemand, der, ja, wie soll man sagen, der leider nicht mehr so viel Musik produziert, was aber auch völlig okay ist. Auch ein absolut JBB, ja, nicht Urgestein, aber auch auf jeden Fall dann ab dem 2013er, glaube ich, war dann, ja, also 2013er und 14er war auf jeden Fall dabei gewesen. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, es ist Gio. Ja, der jetzt neuerdings viel auf Twitch aktiv ist und so, da gucke ich auch immer mal die Reacts, aber weil sie seine Mucke von damals, ja, für mich einfach legendär. Auch die 2014er Runden aus dem also JBB 2014 war für mich so die Hochzeit. Ne, seine Runden damals waren absolut legendär, egal ob es gegen Cassius Clay war, den er zerstört hat, oder Daska oder sonst wen. Ja, keine Ahnung, ist für mich einfach Platz Nummer 2 absolut verdient. Ja, keine Ahnung. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe zu den anderen schon viel Gutes gesagt, das könnte man jetzt auch über ihn wieder sagen. Ne? Gute Punchlines, Flow-Technik und so weiter. Ja, und dann kommen wir natürlich zur Platz 1 und ihr wisst alle, was jetzt wahrscheinlich kommen wird. Es ist natürlich SpongeBoss bzw. San Diego, weil, ja, es wird gemunkelt, die sollen gar nicht so unterschiedlich sein. Die sollen die gleiche Person sein. Verrückt, ne? Ja, also für mich damals natürlich klar, SpongeBoss, das war einfach, naja, ne? Ich meine, was soll ich sagen, ne? Plankton Weed habe ich mir damals nicht geholt, das Album, aber dafür habe ich mir jetzt Yellow Bar Mitzvah das Album geholt. Ich habe auch sein Buch gelesen, finde ich unfassbar interessant, sein Werdegang. Und ja, und SpongeBoss ist natürlich aber der heftigste, also ne, für mich, die ne, 2014 gegen Gio, die 34-Minuten-Runde ist einfach der heftigste Diss-Track aller Zeiten. So, da kommt einfach in meinen Augen kein anderer auch nur ansatzweise ran. Und das ist halt so ein einmaliges Ding, so, ne? Sowas wird es wahrscheinlich nie wieder geben, auch so, natürlich auch, weil das JBB tot ist, was ich sehr schade finde. Und ja, von daher absolut für mich unangefochten Platz 1 San Diego bzw. SpongeBoss. Wobei SpongeBoss persönlich noch ein bisschen auch so vom Image her und so von den Punchlines und so vom Wortwitz her noch ein bisschen krasser finde als San Diego.
Und San Diego ist halt unfassbar musikalisch, so. Das muss man halt einfach anerkennen. Und dass San Diego da einfach so unfassbar viele Facetten hat. Einerseits hat er Battle Rap, dann wieder das Musikalische, dann so mittendrin mal was. Dann unfassbar diepe Songs, wo er mit seiner Mama gemeinsam singt und so. Ist einfach heftig. In dem Sinne, das Video geht jetzt 10 Minuten, das heißt, ich kann jetzt hier abschalten und ihr auch. Und von daher, ja, das waren meine Top 10 Musiker. Viel Spaß beim Kommentare schreiben. Vielleicht muss ich es auch alle löschen. Mal gucken. Vielleicht muss ich das Video auch offline nehmen. Schauen wir mal. Aber danke, dass ihr dabei wart. Auf Wiedersehen. Tschüss.